Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Node-Echo, ein Node-FX oder MIDI-Effekt aus der Kategorie Delay oder Echo. Und was das genau ist und wie man das benutzt, das zeige ich euch jetzt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier schon mal ein Node-Echo reingeladen. Wenn man das reinlädt, dann muss man hier unter Node-FX gucken und dann einfach zum Beispiel Echo eingeben und schon hat man das Node-Echo hier. So wird das standardmäßig geladen und gehen wir doch einfach mal erst über das Device drüber. Standardmäßig hier der Ein-Ausschalter, dann haben wir hier den Preset-Knopf mit ein paar Presets. Dann hier der Name, den ich hier auch im Inspektor verändern kann. Dann die Remote Controls, die sind standardmäßig hier bei dem Node Echo leider nicht dabei. Die habe ich dann selber vergeben, wie ihr das machen könnt. Da habe ich ein eigenes Video-Tutorial dazu gemacht. Das verlinke ich auch in der Beschreibung noch dazu. Dann gibt es die Möglichkeit, Modulatoren hier hinzuzufügen. Und dann geht es schon mit dem eigentlichen Node Echo Device los. Und zwar hier bei General ist mal die Einstellung, dass man die Originalnote gleich mal ausblenden kann, also muten kann. Das heißt, wenn ich hier einen Ton habe, so klingt das standardmäßig. Wenn ich jetzt drauf drücke, kommt nur das Effektsignal, wenn ich das mute. So, wenn ich jetzt das wieder entmute und drücke, kommt das Originalsignal mit dazu. So, ich glaube, ich habe hier schon mal was verändert. Der Standard ist ja, glaube ich, auch 3 Wiederholungen oder so. Ich kann ja noch mal hier auf Load Default Preset machen. Dann habe ich das Default Preset hier. So, dann habe ich hier sowas wie bei dem AudioFX Delay ein 16. Raster. Das heißt, ich kann hier bestimmen, ab wann das oder zu welchem Zeitpunkt das Effektsignal gespielt werden soll. Und hier ist es, wenn das Originalsignal gespielt wurde, auf das dritte 16. Wird dann das Effektsignal gespielt und je nach Einstellung dann auch wiederholt. Das ganze Signal kann ich dann nochmal so ein bisschen nach hinten verziehen, dass das etwas später kommt als das dritte 16. So ein bisschen gepunktet oder auch nach vorne gezogen, dass es früher abgespielt wird. Na? So, das Ganze kann ich dann, das Ganze ist hier mit dem Songtempo verknüpft, mit den 16. Das heißt, je langsamer oder je schneller der Song ist, desto schneller oder langsamer ist auch hier diese Einstellung, reagiert die. Das heißt, die sind miteinander verzahnt. Wenn ich das nicht möchte, kann ich hier auf das Notensymbol klicken und kann hier dann meine Verzögerung in Millisekunden eingeben. Das heißt, ich kann hier von 10 Millisekunden bis 5 Sekunden hochgehen. So, machen wir wieder auf Standard. Ne, das war nicht Standard, aber wir gehen wieder auf das 16. Raster. Hier sind die Wiederholungen. Da kann ich entweder einstellen, maximal 3 Wiederholungen. Oder ich kann das auch ausstellen und dann sind meine Wiederholungen an die Einstellung in den Wiederholungen geknüpft. Das heißt, können je nachdem, wie stark ich die Lautstärke einstelle von den Effektsignalen, können das mehr Wiederholungen sein oder weniger. Lassen wir das jetzt einfach mal bei den fest eingestellten 3 Wiederholungen. Hier die Velocity. Hier kann ich einstellen, wie stark das Effektsignal ist. Ob das jetzt bei 100% ist oder ich kann das sogar noch auf 150% erhöhen oder auch niedriger einstellen. Aber lassen wir das mal bei 100%. Warum der jetzt so? So. Darunter habe ich dann noch eine Anzeige, wie viele Signale gerade verarbeitet werden. Wenn ich einen Ton drücke, habe ich einen Balken. Wenn ich 3 Töne drücke, 3 Balken. Und solange die hier verarbeitet werden, werden die Balken hier auch angezeigt. Ich kann hier auch auf Mono einstellen. Dann wird die zuletzt gedrückte Taste mit dem Effektgerät hier verarbeitet. Das sieht man dann hier auch. Und sollte, was bei MIDI für ab und zu mal vorkommen kann, irgendein Gerät verrückt spielen, hier auf Dauerfeuer gehen, beziehungsweise es fehlt ein Signal, damit das wieder aufhört, kann ich hier auch auf Stop Now drücken und dann wird jeglicher Input, der hier anlag, erstmal gestoppt und nur neuer Input wird wieder verarbeitet.
So, und dann gehen wir rüber hier auf diesen Bereich, wo es mit den Repetitions anfängt. Und zwar habe ich hier eine Anzeige, eine schöne, wie das Signal aussieht. Das heißt, hier ist das Original und dann die Echos hinten dran. Und auf der rechten Seite habe ich hier einen Mal und ein Plus. Und diese beiden, ich nenne es mal Operatoren, beziehen sich jetzt auf die nächste Einstellung, die Time und Random. Time sagt nichts anderes, dass wenn ich dieses Effektsignal eingestellt habe auf dem dritten Sechzehntel, dann wird das normalerweise gespielt mit drei Wiederholungen. So. Das heißt, spiele ich jetzt hier, wird das dreimal wiederholt, auch in der Länge, wie ich das spiele. So, und wenn ich jetzt aber die Time erhöhe, dann wird die Zeit im Moment hier durch das Malzeichen einfach mal genommen, multipliziert. Mache jetzt mal ein paar Wiederholungen mehr. Und da hört man das relativ schnell. Ich mache das ein bisschen extremer. Wenn ich einmal kurz hier klicke, ist das Delay nicht immer im gleichen Abstand, sondern der Abstand wird immer größer, immer mal die 20,5% in diesem Fall. So, und das Ganze kann ich dann einfach mit einer Addition machen, statt mit einer Multiplikation. Dann werden die Abstände nicht gleich so riesig, sondern sind einfach ein bisschen kleiner. Und dann kann ich bei der Time noch einen Zufallsgenerator einstellen, dass das nicht immer gleich bleibt, sondern unterschiedlich ist, wenn ich das möchte. Und dann wird auch diese Zeit hier unterschiedlich lang eingestellt. Ich mache das jetzt mal hier auf 100 und sage mal random auf irgendwas bei 50. Schwierig zu hören jetzt. Müsste man so ein paar Durchläufe machen, das ersparen wir uns an der Stelle. So, darunter habe ich das Gate und das Gate ist ja nichts anderes als die Tonlänge in dem Fall. Das heißt, im Moment, wenn der Ton wiederholt wird, habe ich immer die gleiche Länge des Tons. Möchte ich den Ton aber im Delay länger haben, dann sage ich einfach, okay, der Ton als Effekt soll dann immer plus 12,5% haben. Das wird auch dann jedes Mal hinzuaddiert wieder. Der wird immer länger. Oder ich mache das mal. Das war vielleicht ein bisschen kurz gedrückt. Eigentlich wird das miteinander multipliziert. Also sollte das Mal eigentlich schneller länger werden, tut es nicht. Beim Plus tut es das. Okay, wieder was gelernt. So, das heißt, Gate beeinflusst die Notenlänge und das kann ich natürlich auch im negativen Bereich machen, wenn ich jetzt. Vielleicht war ein bisschen zu extrem. Da wird das immer kürzer. Also immer auf der Note, die ich hier eingebe. Dann die Velocity, die sagt nichts anderes, als dass das Effektsignal jedes Mal um minus 15 heruntergesetzt wird oder abgeschwächt wird und die minus 15 sind nicht Dezibel, sondern das ist der MIDI-Notenwert von der Velocity und bei MIDIs gibt es ja die Notenwerte von 0 bis 127. Ein Standard-Velocity-Wert wäre bei um die 64, 65 ungefähr. Das heißt, wenn ich jetzt einen normalen lauten Ton anspiele, dann wird der jedes Mal um minus 15. Das heißt, der erste Ton wäre, weil wir hier bei der Velocity sind, sagen wir mal bei 64 und das erste Effektsignal wäre dann 64 minus 15, dann minus 15, minus 15, bis dann keine Velocity mehr da ist und kein Ton mehr erklingt. So, und in dem Fall ist auch noch ganz wichtig zu sagen, bei dieser ganzen Velocity-Einstellung, das nützt alles nichts. Wenn man bei dem Instrument kein Velocity hat. Das heißt, das Instrument muss Velocity unterstützen. Und manche Instrumente haben, also die Bitwig Devices haben diesen Velocity, ich nenne das immer Schlüssel,
Und der ist bei manchen hier entweder nur auf ganz wenig eingestellt oder ganz ausgestellt. Gerade bei den Percussions sind die oft relativ weit runtergedreht oder ausgestellt. Das heißt, hier unbedingt darauf achten, dass die Velocity hochgedreht ist, wenn ihr den Effekt hier vorne gut manipulieren wollt. Weil wenn ich jetzt hier, machen wir das gerade nochmal, die Velocity runterstelle, passiert nichts. Der wiederholt einfach nur, aber die ganzen Einstellungen auf die Velocity greifen überhaupt gar nicht. Deshalb Velocity auf Anstellen. Ganz wichtig. So, und dann kann ich noch sagen, bei jeder Wiederholung soll mein Ton zum Beispiel um eins nach oben gepitcht werden. Oder zum Beispiel um eins nach unten. Und ich kann hier natürlich ganze Oktaven hoch oder runter, wenn ich das möchte. Und ich kann hier dann auch noch einen Bereich einstellen, in dem dieser Pitch funktionieren soll. Das ist schon das gesamte Node Echo Device. Sieht unscheinbar aus und MIDI wirkt immer so ein bisschen oldschool oder verstaubt. Aber im Endeffekt kann man hier Effekte machen, die man mit einem normalen Audio Delay ein bisschen rumbasteln muss, bis man hinkommt. Und wenn man sowieso die Noten hat, MIDI-Noten hat, ein Instrument, ein VST am Start hat und keine Samples, dann kann man gleich das benutzen und kommt sehr viel schneller an das Ziel. Ich habe mal hier so ein bisschen was, so ein kleines Stückchen hier vorbereitet, wo ich jetzt einfach mal mit den verschiedenen Parametern hier rumspiele, dann seht ihr ganz genau, was ich meine, zum Beispiel. Machen wir das hier mal so. So, und dann spielen wir das Ding mal los. So, das ist einfach mal so ein kleines Beispiel, dass man so einen Eindruck bekommt, was man mit dem Teil machen kann. Es hüpft immer noch. Und ja, das ist einfach eine tolle Sache, auch wenn MIDI bei manchen so ein bisschen Nasenrümpfen hervorrufen, hat immer noch seine Berechtigung. Gerade jetzt mit MIDI 2.0 und MPE wird das ganze Thema wieder wichtiger. Und man besinnt sich wieder so ein bisschen auf alte Werte und auch.
Wie gesagt, wenn es verstaubt aussieht, es hat seine Berechtigung, warum das da drin ist. Und Noten manipulieren, da suchen doch alle irgendwie ein bisschen danach, Dinge anders klingen zu lassen und mehr Bewegung reinzubringen. Das muss nicht immer Filterverläufe sein, das kann einfach nur mal eine ganz simple Notenmanipulation sein. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet da was mitnehmen und habt vielleicht so ein paar Ideen für eigene Sachen. Wenn ihr das habt und da auch was umsetzt und auch was hochlädt und was veröffentlicht macht, schreibt mir, packt das unter das Video oder unter andere Videos oder auf die Diskussionsseite hier auf YouTube oder in meinen Blog oder wo auch immer. Lasst mich es wissen. Ich fände es sehr interessant. Wenn ihr Bock habt auf diese Community, dann ja, meldet euch, schreibt, kommt zu den Livestreams und seid einfach mit dabei. Und dann können wir uns auch gegenseitig supporten, helfen, Tipps geben oder wie auch immer. Und dazu klickt einfach nur den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, kommentiert, teilt die Videos, seid dabei, habt Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder, beim nächsten Video oder zum vorherigen Video. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß, habt eine gute Zeit, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.